Von wer kennt es nicht? Ich kann euch nur als Tipp geben, drückt den Kolm auf jeden Fall wieder zurück. Und dann habt ihr halt auf jeden Fall viel einfacher, bevor ihr die ganze Zeit am Rumexperimentieren seid und am Ende den Kolm eh zurückdrücken müsst, weil das nun mal dann anders nicht funktioniert. Nehmt euch auf jeden Fall den Nichtspalt zur Hilfe, so könnt ihr halt nochmal per Hand wunderbar einstellen. Und das vereinfacht die Sache auf jeden Fall. Und nicht vergessen, nach Fest kommt ab. Ja, und so sollte es am Ende auch sein. Kein Schleifen mehr, absolut ruhig. So wie wir es alle haben wollen. Und zum Schluss auf jeden Fall eine Probefahrt, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, gegebenenfalls nochmal alles kontrollieren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Abo da, einen Daumen nach oben und viel Spaß beim Biken und passt auf euch auf.